Wir schauen uns jetzt die Black Friday Einkäufe von Maximilian an. 3000 Euro Pack Opening. Freunde, wahrscheinlich habt ihr es alle mitgekriegt, aber Maximilian und ich sind jetzt Bros und das meine ich auch wirklich absolut ernst. Ich leak es jetzt hier an der Stelle. Ich hoffe, Max ist mir da nicht sauer, aber ich habe da eine kleine Aufnahme für ihn vorbereitet, die dann die Tage auf seinem Kanal online kommen wird. Nices Format. Ich freue mich schon. Das soll aber nicht heißen, dass die Fashion-Polizei anders bewertet als vorher. Das ist auch tatsächlich so abgeklärt. Da gibt es keine Gnaden für gar keinen, meine Freunde. Die Fashion-Polizei ist eine Autorität, die alle Menschen gleich behandelt. Spaß beiseite, Freunde. Es freut mich wirklich, dass wir da das Kriegsbeil beiseite tun konnten. Und jetzt ist es auch so viel besser. Freunde, jetzt mal ernsthaft. Wenn man mit positiver Energie durchs Leben schreitet und nicht irgendwelche komischen Kindergarten-Zankereien. Wir steppen rein in das LPU. Sehr gespannt. Ein paar Dinge habe ich schon vorab, ich konnte mich nicht zurückhalten, ausgepackt und auch schon getragen und auf Instagram Bilder damit gemacht, wie zum Beispiel meine absolut favorite College-Jacke. Also ich will ja jetzt wirklich mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber ich glaube, mit meiner letzten College-Jacke, die ich mir vor kurzem gekauft habe, habe ich die Messlatte schon relativ weit nach oben gesetzt. Komm, gönnt mir jetzt einmal hier diese weirden Flex, bitte. Bitte, bitte. Ich darf sie jetzt auch einmal von da hinten rausholen und euch hier noch einmal präsentieren. Ja, Freunde, machen wir uns nichts vor. Ist keine Gucci-College-Jacke, aber eine von Ross Simmons ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Ah, der stolze Pat. Ja, genau so. Also stolz wie Oscar hier mit dem Kopf. Der ist sehr zufrieden, muss ich echt sagen. Also ganz, ganz selten mich so auf einen Pickup gefreut. Kann natürlich auch sein, jetzt no joke, dass das schon die Früchte vom No by December sind, den wir natürlich durchziehen, dass man sich jetzt wieder, wenn irgendwas ankommt, sich umso mehr freut. Weil ich hatte euch ja erzählt, dass es dann teilweise ja so eine Übersättigung gab, wo Sachen angekommen sind bei mir, wo ich dachte so, ja, Bro, nice, aber da sind die irgendwo in der Ecke gelandet. Deswegen, ne? Eine Frage habe ich noch. Was hat dieses RS steht für Round Snap auf sich? Was ist das? Ich habe diesen Kommentar 2-3 Mal hier unter meinem Instagram-Profil gelesen. Falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, dann solltet ihr das allerspätestens jetzt nachholen. Aber bei diesem Ding habe ich auch gelesen, RS Round Snap. Was ist das? Round Snap ist eine Rundnachricht bei Snapchat. Okay, wir fassen das mal zusammen in nicht meine Bubble. Weiter geht's. Dazu sagen kann, von Represent, für die habe ich bezahlt, ich glaube, 350, 400 Euro, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Wir haben hier so ein Stitching in so einem Teppichmuster fast schon, wenn man da drüber greift. Okay, College Jacket von Represent. Relativ hart, gefällt mir irrsinnig gut, natürlich klassisch auch mit diesem Hund. Du sagen, finde ich nicht scheiße. Und dem Skelett, wie wir das von Represent kennen. Ist das hier noch so ein grüner Hint hier? Wir haben vorne dann nochmal zwei so Stitching. Ah, vorne ist sie mir ein bisschen zu nackt, sagt der Typ mit der Raf Simmons Bomberjacke, wo vorne links einfach RS draufsteht. Ich weiß, keine Logik, aber es ist einfach größer da. Hier kommt so, ja, weiß ich nicht. Plus, sie ist halt komplett schwarz. Bei der ist halt auch nochmal ein bisschen mehr mit Farbe unterwegs. Ich sag euch so, auch die Qualität hier an den Ärmeln sieht ein bisschen weird aus. Also, könnte vielleicht besser sein, aber das kann ich nicht beurteilen. Das ist jetzt nur eine vage Vermutung. Aber hinten gefällt sie mir wirklich gut. Vorne, hätte besser sein können. Hier, keine Ahnung, leave them all behind. Never ride faster than your Angel can fly, also ganz, 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 ganz wichtige. Biker-Pad natürlich. Weiß ganz genau, wovon da gesprochen wird. So ist der Fit, finde ich, relativ. Ja, doch. Fit ist nice. Ich finde sie vorne ein bisschen zu leer. Wisst ihr, was ich meine? Vorne, es hätte genüge getut wahrscheinlich. Es hätte genüge getan, wenn vielleicht hier diese beiden Patches aufgesplittet wären. Einer links, einer rechts. Oder hier unten an der Tasche noch irgendwas. Also ich finde, da hätte noch irgendetwas sein müssen, das Ganze aufzuwerten. Ich finde sie aber dennoch nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Hinten gefällt sie mir sehr gut. Geld trage ich hier. Schaut auch hinten relativ breit aus. Also ich bin absolut zufrieden mit dieser Jacke. Der Kopf hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt. Was kostet der Humpen denn? 300, 350 Glocken? 450 Glocken? 350, glaube ich, sagt jetzt S-Chat. Ah, 350 auch nicht von schlechten Eltern. Eine Bestellung von Harrods. Und das ist wahrscheinlich ein Shirt, das sehr vielen von euch nicht gefallen wird. Weil
Aha. Weil es ein bisschen übertrieben ist. Ich habe es aber gesehen und mir gedacht, nice, muss ich mir holen. Habe schon die Kombi mit den Travis Scott Schuhen und den pinken Laces im Kopf gehabt. Das Paket ist von Harrods. Harrods, falls ihr es nicht wisst, Schande über euer Haupt. Weil das heißt, ihr habt nicht die legendären London Vlogs euch reingezwirbelt. Weil sonst wüsstet ihr, dass wir damals auch bei Harrods waren und uns, diesen Laden, das ist ein riesen Kaufhaus in London, uns angeschaut haben. Sehr wild. Aufgemacht, sondern ich habe es nur hier schon mal aufgerissen und dann so etwas reingelunzt, deswegen weiß ich, was da drin ist. Oh, Freunde, okay. Wie man sieht, das habe ich jetzt gerade geöffnet, ist verpackt in einem Harrods-Papier. Da ist die Rechnung dazu, bezahlt habe ich. Okay, Chat sagt, Sodbrenngefahr. Habt ihr es schon angeschaut? Oder? Dafür 350 Euro. Jetzt kann man sich schon ungefähr vorstellen, welche Marke das sein könnte. 350, das ist dann so, ja, Balenciaga-Niveau, ne? Balenciaga, Vetements, nein! Philipp Klein, nein, das ist noch teurer. Wir haben ein Gucci-Piece dabei. Freunde, in Gucci-Pieces sehen wir uns. In mindestens drei allerdings. Und wenn wir da so... Boah, jetzt bin ich echt gespannt. Draufsehen, ui... Sehen wir es. Bei Gucci-Pieces, also T-Shirts, gibt es jetzt nicht ganz so viele, die sehr nice sind. Schwarze Shirt. Ich habe mir dieses Gucci Sexiness T-Shirt bestellt. Ja, Freunde, ich meine das absolut ernst. Gucci Sexiness? Oh, Bro. Warum? Boah, das gefällt mir gar nicht. Also so wirklich gar nicht. Ich find's cool. Ich find's wirklich cool, keine Ahnung. Ich hab's gesehen und mir gedacht, finde ich nice. Wie gesagt, Max und ich sind jetzt wirklich cool miteinander. Das mache ich auch wirklich. Leute, ich weiß, dass viele von euch glauben, das ist Bullshit, aber das ist halt wirklich ernst. Aber dennoch muss ich hier an der Stelle einmal eingrätschen und sagen, dass dieses T-Shirt mir absolut nicht gefällt. Und Freunde, ich will jetzt hier einmal den Future Pad raushängen lassen, weil ich habe gesehen, dass Maximilian in seiner Story war es, glaube ich, das ein oder andere Piece verkauft hat. Was wir in der Vergangenheit auch nicht so für den allerbesten Korb gehalten haben. Und FuturePad predicted, dass dieses Shirt in 4 bis 6 Monaten nicht mehr im Besitz von Maximilian sein wird. Vage Vermutung, Wettbüro ist selbstverständlich eröffnet. Und selbstverständlich will ich natürlich hier einmal an der Stelle sagen, wenn es Ihnen gefällt, absolut. Das ist bei jedem so. Jeder soll immer darauf achten, was er selbst persönlich tragen will und was ihm selbst persönlich gefällt. Meins ist es absolut nicht. I don't know. Ich weiß, das gefällt kaum jemandem von euch. Aber guck mal, er sagt ja auch selber, es wird wahrscheinlich keinem gefallen. Deswegen, und sieht halt wirklich, sorry für jetzt diesen Vergleich, aber es sieht halt so aus. Du bist Türkei-Urlaub im Sommer. Du bist am Strand und hast aber ein T-Shirt, mit dem du zum Strand gegangen bist, an deiner Strandliegeposition gelassen. Ja, an deinem Strandhandtuch, was du ausgebreitet hast, hast du dieses T-Shirt liegen lassen und du bist alleine unterwegs. Du gehst ins Wasser, 10 Minuten, Viertelstunde, kommst wieder an deinen Platz und das T-Shirt wurde dir einfach geklaut. Es wurde dir einfach geklaut. Irgendwer hat es dir geklaut. Sonst alles noch da. Handy da, Portemonnaie da, aber T-Shirt weg. Guckst rechts, links, wo ist er? Keine Ahnung. Oder musst du dir auf Krampf, damit du nicht halb nackt wieder nach Hause fährst, musst du dir ein T-Shirt kaufen. Und dann siehst du da so einen Typen, der chillt da mit so Sonnenbrillen, so Ketten noch. Und er verkauft dieses T-Shirt auch noch. Und dann holst du dir das für einen Zwanni. Ey, nicht falsch verstehen, das war wirklich. Vergleiche Pad ist immer wieder aus mir rausgekommen. Ja, fit fühle ich gleich, ist gut. Ja, von fit ist es absolut in Ordnung. Fit kann man nicht meckern, aber vorne, nein. Ja, fit ist Bombe. Einfach so herumlaufen. Gucci Sexiness, Alter. Freunde, und by the way, es geht mir jetzt nicht darauf, dass da irgendwie Sexiness draufsteht. Also, es geht mir nicht um dieses Sexiness. Das ist nicht mein Problem, wo ich sage, oh, das kann draufstehen, was auch immer da draufstehen mag. Das ist nicht das Problem. Mir geht es halt darum, dass halt locker sind 40 Zentimeter. Also gefühlt, ich habe da so ein grobes Gespür für, wie groß Prints sind. Zum Beispiel das hier sind, glaube ich, hatten wir 30 Zentimeter gemacht. Das scheint mir nochmal ein bisschen größer. Es ist halt viel zu groß, dieses Gucci. Auch das Sexiness ist zu groß, aber das Gucci ist ja nochmal größer und breiter. Nein, gefällt mir nicht. Aber Leute, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ich glaube, das brauche ich jetzt nicht immer zu sagen. Da kommen uns gleich mal Freunde. Okay. Oh, der Marcella-Hoodie entgegen. Wir haben uns von Mason Marcella einen... Oh mein Gott, wie fett ist der? Von Mason Marcella einen Hoodie bestellt. Der ist richtig, richtig dick.
wenn wir den jetzt rausnehmen. Leute, 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 wie... Okay, sieht schon mal interessant aus. Nice. Ich dachte, es wäre ein anderer. Ich dachte, es wäre mit, hier, es gibt so einen, da sieht das so quasi aus, als wäre das so, ja, so abgerissen. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte erst, der Hoodie wäre das, aber anscheinend ist es doch ein anderer. Dieser Hoodie, bitte. So einen Stoff, sowas in der Art habe ich noch nie gefühlt. Ganz, ganz krasses Ding. Da hinten ist noch irgendein Schutz drauf oder so. Also der ist wirklich wild. Hinten haben wir ihn komplett schlicht weiß. Ich brauche unbedingt mehr weiße Hoodies, deswegen habe ich da jetzt ein bisschen zugeschlagen. Freunde, ihr wisst, absolut absoluter Liebhaber derzeit von weißen Oberteilen. Stoff, absolut dick. Safe eine Grammatur von 500 Gramm oder so. Bezahlt haben wir für den... Bin sehr gespannt, wie das Ding angezogen aussieht, weil jetzt so, wie es zeigt, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich schon mal relativ gut. Ah, ich weiß gar nicht mehr. 500-600 Euro oder so. Ich werde ihn jetzt einfach mal anziehen, weil der ist Next Level, Leute. Boah, das war so ein wichtiges Ding für mich, den zu nehmen. Oh, wenn man da reinkommt. Nice. Und fit. Ja, doch, das Ding ist wild. Oh, fit ist... Hätte vielleicht eine Nummer kleiner sein können für meinen Geschmack, aber die Ärmel sehen schon nice aus. Mir gefällt auch, dass dieses Schwarze nicht nur hier vorne auf dem Bauchbereich präsent ist, sondern hier weitergeht in die Kapuze. Das gefällt mir sehr gut. Ist top. Relativ oversized natürlich. Aber kann man auf alle Fälle machen. Eine Sache, die mir direkt auffällt, dass der keine Känguru-Pockets hat. Ist natürlich gar nicht mal verkehrt. Jetzt mal ohne Witz, gerade wir bei ADR haben auch, ja, ich glaube, die ersten zwei Hoodies, die wir rausgebracht haben, nie mit Känguru-Pockets gemacht, weil, ja, das einfach auch so, ja, ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber ist schon, ja, mal was anderes, um es vorsichtig auszudrücken. Bitte korrigiert mich, aber ich glaube, ich fände es sogar noch mal nicer, wäre das Magella-Logo ein bisschen kleiner gewählt. Also wäre das Magella-Logo noch ein bisschen kleiner, weil hier ist es jetzt schon relativ groß, aber weil es so in das Artwork mit eingebaut wurde, sage ich jetzt einfach mal, geht es noch. Stoff fühlt sich wirklich nice an. Ich merke hier, dass sich das anders anfühlt als auf den weißen Parts. Der ist richtig weich, angenehm, top Stoff. Da weiß man, warum man so viel bezahlt hat. Also den finde ich wirklich absolut nice. Top, top. Ich meine, er wäre noch eine Nummer kleiner gegangen, aber ich finde ihn so auch in Ordnung. Ja, doch, doch. Absolut verständlich. Ich bin auch so ein Typ, wenn ich mir jetzt eine falsche Größe gekauft habe. Also was heißt falsche Größe gekauft? Also das Ding fällt vielleicht größer aus als gedacht. Dann bin ich jetzt auch kein Dude, der sagt, boah, ich schick's wieder zurück und dann hin, her, das ist ausverkauft, dann ist es auf einmal teurer. So, ich nehm's dann auch so, wie es angekommen ist. Anders wäre es natürlich schon nicer gewesen. Jetzt packen wir den Chrome Hearts Hoodie aus und ja, I don't know, was mich qualitativ erwarten wird. Ich erwarte mir mal nicht allzu viel, aber der war auf jeden Fall doppelt so teurer wie der hochwertige Magella Hoodie, den wir gerade ausgepackt haben. Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt. Doppelt so teuer? Oha. Mein zweites Chrome Hearts Piece. Hier schon eingepackt, Leute. Chrome Hearts? Also ist bis jetzt schon ein sehr gutes LPU. Gucci Piece mit dabei und Chrome Hearts. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Ein Chrome Hearts Hoodie in weiß. Auf den ersten Griff fühlt sich das eher an wie ein Bademantel und schaut auch ein bisschen wie ein Bademantel aus. Es könnte sogar derselbe sein, den ich mir geholt habe. Also wenn wir uns ehrlich sind, fehlen jetzt nur mal diese Chrome Hearts Badelatschen aus Baumwolle dazu, dann könnte ich mir das gut vorstellen, wie ich damit irgendwo in der Therme chill. Aber ja, Stoff jetzt nicht so eine Katastrophe, lang nicht so hochwertig wie das Ding, was ich gerade in der Hand hatte, aber trotzdem ganz in Ordnung. Den ich mir auch geholt habe. Natürlich ganz normal dieses Chrome Hearts Logo, auf der Seite steht dann hier nochmal. Nur in einer anderen Farbe. Chrome Hearts, oder steht da nur Chrome? Ja, steht nur Chrome. Vorne dieses Logo. Und hinten haben wir dann... Hinten ist ja ein bisschen anders. Die zwei Chrome Hearts Kreuze und... Gefällt mir. Keine Frage, da kommt der Hype-Pad aus mir raus. Aber ich sehe mich drin. Chat hat mich überzeugt, dass man sich ein bisschen was gönnen kann. Zugegebenermaßen, also ich weiß jetzt nicht, wie die Qualität da ist, aber bei meinem ist die Qualität für das Geld, was ich bezahlt habe, unterirdisch. Ja, nichtsdestotrotz kann man auf alle Fälle mal machen, Leute. Ich habe knapp 1000 Euro dafür bezahlt, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wer meinen für 999 haben will... Bitte melden. Ja, ich merke jetzt schon beim Reingehen, Fit ist voll nice. Fittet, glaube ich, genauso wie bei mir. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Auch mit den langen Kordeln. Also ich weiß, dass viele von euch nicht Chrome Hearts feiern, auch gerade so für die Klamotten. Aber ich fühle es schon. Safe. Der fittet sogar nicer als der Magella Hoodie, finde ich. Ja, safe. Also von der Größe ist der passender. Der geht auf alle Fälle klar.
Jetzt, wo ich ihn fühle, finde ich die Quality nicht so schlecht. Also der geht auf alle Fälle klar, Leute. Finde ich gut. Finde ich gut, kann man machen. Nein. Bände viel zu lang. Gerade das finde ich nice, dass sie mal ein bisschen anders sind als sonst wo, was man so findet. To be honest, wenn noch nicht mal das anders wäre, da wäre es ja ein bisschen enttäuschend. Das würde ja noch einem Gilden-Hoodie noch näher kommen. Also, weil meiner hat wirklich Gildenqualität. Fast, also... Ich weiß nicht. Hier kommt uns ein Nike-Karton entgegen und auf den bin ich schon absolut hyped. Wer erkennt, was das sein könnte, das sind natürlich die neuen Sakai in schwarz gehalten. Bin natürlich sehr gespannt auch schon. Oh. Wilder Schuh. Auch für die habe ich bezahlt 500 Euro oder so. Lol. Ah, wie das schon neu riecht. Wahnsinn. Oh. China. Perfekt. Freunde, das ist der Schuh. Absolut wilder Schuh, wie ich finde. Oh, Freunde, ich krieg gerade einen Anruf. Ach, hi, Max, wie geht's? Ja, du, ich guck mir gerade dein LPU an. Ich muss sagen, echt nice Pickups, aber über dieses Gucci-T-Shirt müssen wir uns nochmal unterhalten, ne? Alles klar, hau rein, tschüss. Also das ist von mir ein extremes Grail gewesen. Habe ich mir jetzt geholt. Ich habe ja schon... Ja, also sehr geil. Also wirklich wilder Schuh. Sakai-Sneaker. Aus der vorigen Generation und die feiere ich immer noch des Todes, auch mit dem Mesh und dieser Luftigkeit, obwohl wir hier jetzt nicht mehr dieses Mesh haben, sondern wirklich Leder. Ein oh Freunde, der Schuh ist unbelievable. Ist eine Rauleder. Wie viel hast du für deinen Sakai gezahlt? Ich glaube 360 oder 380. Warum? Wie teuer war seiner? Varianten, dann natürlich dann nochmal so ein sehr durchlässiger Meshstoff und klar. Aber Freunde, machen wir uns nichts vor. Gegen Schnäppchen, Patrick, im Schnäppchensegment eine Chance zu haben, ist natürlich sehr gering. Zwei Swoosh, zwei Sohlen, zwei Lace. Zwei Zungen und so weiter und so fort. Das ist halt klassisch, dieser Sakai-Style. Da haben wir noch den zweiten Schuh. Ich sag euch ganz ehrlich, so wie es ist, das ist ein Schuh, den ich noch in mehreren Colorways haben will. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich möchte den als nächstes in diesem roten Colorway haben. Da habe ich mich wirklich auch nochmal verguckt in den. Muss auch noch bei mir landen. Es ist natürlich jetzt wegen dem No by December mir leider nicht möglich oder nicht gestattet, mir diesen Schuh zu kaufen. Aber ich glaube, auf kurz oder lang. So, Freunde. Werkschuhgröße 42 hat, kann sich gerne ab dem 01.01.2021 bei mir melden. Dankeschön. Mir hat eigentlich alles sehr gut gefallen. Also Sakais Bombe, also wirklich für mich auch das beste Pickup von diesem LPU. Chroma Zudi, ich weiß jetzt, wie die Qualität ist, zumindest bei meinem. Vor diesem Hintergrund muss ich sagen, dass ich ihn mir nicht mehr gekauft hätte. Aber dennoch kann ich es fühlen. Magella-Ding, auch absolut legitim. Was war noch dabei? Okay, diese da, Freunde, das hier... Sorry, also das kommt mir nicht in meine vier Wände. Alles in allem, auch wenn ein so ein kleiner, ja, einmal kurz ins Strauchen gekommen sind, unterm Strich eigentlich absolut stabile LPUs. So kann es weitergehen. Wenn dir jemand für Retail heute den Sakai, meinst du, verkaufen würde, würdest du No by December beenden. Das Einzige, was ich mit dieser Person machen würde, ist hier von Twitch verbannen. Er wird von mir ein Ban kriegen, bis allerspätestens dem 01.01.2021, damit du nicht leaken kannst, dass ich ihn dir abgekauft habe. Hier, direkt nach dem Stream. Selbstverständlich.